Hi Leute, warum du unbedingt grün essen solltest und warum du keine oder kaum Früchte essen solltest. Und zwar, ich konnte immer wieder beobachten, dass wenn Leute zu schnell umstellen, die Ernährung, gerade wenn du von dem Standpunkt aus kommst, dass du zum Beispiel noch vor einem Jahr Allesesser warst, tierische Produkte, Fast Food, verarbeitete Lebensmittel oder sonstige Sachen zu dir genommen hast, dann ist es extrem, extrem, extrem wichtig, dass wenn du deine Ernährung in eine gesündere Richtung umstellst, dass du dann überwiegend oder nur grün isst. Was bedeutet es, nur grün zu essen? Was kannst du dann überhaupt essen? Und warum solltest du das machen? Möchte ich dir gleich sagen. Also zunächst mal warum? Um die Hintergründe von Entgiftung richtig zu verstehen und warum du das machst, solltest du unbedingt als erstes das Buch von Arnold Ehret, Gesunde Menschenband 1, lesen. Oder die schleimfreie Heilkost. Egal was. Findest du auf meiner Webseite in den Literaturempfehlungen das Buch von ihm oder als kostenlosen Download gibt es auch die schleimfreie Heilkost. Kannst du reinlesen und dann verstehst du, wie der Prozess der Entgiftung abläuft. Und dass Früchte eigentlich das am stärksten reinigendste Lebensmittel sind. So, und das ist auch das Problem. Wenn dein Körper jetzt zu, sagen wir mal, nur als Beispiel, das ist keine wissenschaftliche Zahl. Als Beispiel, dein Körper, dein Haus besteht zu 70% aus Müll. Wenn du jetzt einfach nur den ganzen Müll beseitigst, dann ist von deinem Haus nicht mehr viel übrig. Dann ist da vielleicht noch 30%. Und das ist auch das, was passieren kann. Wenn du zu schnell deinen Körper reinigst, zu viele Früchte isst, gerade wenn du in die Rohkost zum Beispiel einsteigen möchtest, zu viele Früchte isst, dann reinigt sich dein Körper zu schnell, zu aggressiv ist das Ganze. Das heißt, es ist nicht mehr viel übrig von deinem Körper, wenn du das mal über Wochen, Monate, Jahre machst und nur Früchte isst. Es ist viel zu extrem. Dein Körper kann nicht ausreichend neues, gesundes Gewebe dann aufbauen. Früchte sind überwiegend reinigend. So, und wenn du den Körper reinigst, beziehungsweise löst diese Gifte, den Zellabfall, dann gilt es auch, die abzutransportieren und einen neuen gesunden Körper aufzubauen. Und dazu solltest du Gemüse, grüne Sachen essen, Salate, Sprossen, Wildkräuter, dann Samensaaten, Fette sind super. Das ist alles aufbauend für den Körper. Früchte sind eher reinigend und dementsprechend auch abbauend auf Dauer. Du kannst es auch so extrem machen, aber ich habe gesehen, einer von 100 maximal macht es so extrem. Ich bin da zwar auch sehr extrem reingesprungen, relativ, bin aber dann auch wieder zurückgerudert. Und das siehst du bei vielen, die dann irgendwie 2 Jahre zum Beispiel Rohkost essen und dann wieder zurückgehen. So, und das Beste ist, wenn du in die Rohkost starten möchtest, dass du mit viel Grün startest. Du kannst, ja, wie gesagt, Sprossen essen, Samen, Saaten, Wildkräuter, unglaubliche Vielfalt. Und Fette sind dann auch noch gut, die sind stabilisierend eher, die sind nicht so stark und aggressiv reinigend. Du kannst natürlich auch mit Früchtefasten machen, du kannst auch Fasten machen, um Reinigungsphasen zu haben. Aber dann solltest du immer wieder zurückgehen. Mach das ein paar Wochen von mir aus, aber dann wieder ein Stück zurückgehen, einfach nur beim Grün bleiben.
Bleib erstmal ein paar Jahre bei Rohkost, das ist alles. Die Entgiftung läuft automatisch ab. Du musst nichts machen außer rohe Essen, dann läuft die Entgiftung automatisch ab. So, wenn du grün integrieren möchtest, ist es auch eine Möglichkeit, dass du dir da Hilfen holst. Schau zum Beispiel in das Buch von Silke Leopold, falls du sie nicht kennst. Ich verlinke den Kanal auch mal. Sie hat ja ein schönes E-Book einmal über Sprossenzucht geschrieben. Ich glaube, das hat auch schon über 200 Seiten. Das sind unglaublich dicke Wälzer. Auf jeden Fall E-Book und kannst du runterladen. Ich verlinke es direkt unten drunter in der Infobox, wie du zu dem E-Book bekommst. Und sie hat eben jetzt auch ein neues geschrieben: Gesund, grün, essen. Und in den E-Books geht sie wirklich drauf ein, mit Rezepten einmal und dann auch, wie du Sprossen ziehen kannst im ersten Buch. Und im zweiten dann auch einfach die Vorteile von grünem Essen, was du da machen kannst, was es da für eine Artenvielfalt gibt. Also schau da einfach zum Beispiel in dieses Buch und beginn lieber so, dass du möglichst viel grün isst. Dann läuft der Vorgang auch dauerhaft und kontinuierlich weiter. Dann ist es nicht zu extrem. Sonst habe ich immer wieder bei den Leuten gesehen, das geht 2 Jahre gut, vielleicht 2 Jahre frutarisch oder was weiß ich sogar. Und vorher halt alles esse, aber dann geht es wieder zurück. Und solche extreme Pendelungen oder dass es dann wieder zu Fast Food geht. Es ist viel einfacher, effizienter, wenn du den Körper schrittweise reinigst und dich stufenweise vorarbeitest. Dann ist es auch was Dauerhaftes. Die wenigsten heutzutage sind in der Lage, das so extrem zu machen. Du kannst natürlich damit auch spielen, aber es ist auch nicht möglich, wenn du einer normalen Arbeit nachgehst und noch gehen möchtest. Dann kannst du nicht so extrem in eine Ernährungsumstellung reingehen, weil dann die Entgiftungssymptome viel zu stark sind. Dann ist es dir in diesen Phasen häufig nicht möglich, da noch ordentlich zu funktionieren und deinen Alltag normal bewältigt zu bekommen. So, wenn du das Ganze langsamer und schrittweise machst, dann sind die Entgiftungssymptome dementsprechend moderat und leicht und du kannst die handeln, du kannst die aufs Wochenende in den Urlaub verschieben, Reinigungsphasen da machen mit Fasten und kannst es so handeln, ganz leicht und easy. Dein Verstand kann dementsprechend auch mitziehen und dein System, deine Emotionen, du kannst es alles verarbeiten. Dabei kommen eben auch Emotionen, verdrängte Sachen, Erinnerungen und so weiter hoch. Und dann bist du auch in der Lage, das wirklich stabil zu verarbeiten. Die Stabilität dabei ist viel wichtiger. Wenn du außer Balance gerätst, weil du das zu extrem machst, dann ist es wie wenn du auf deinem Fahrrad ins Schwanken kommst, dann probierst du immer schneller zu fahren, umso mehr Angst wird entstehen, weil dabei keine Stabilität, keine Balance mehr da ist. Du musst erst wieder in Balance kommen und dann ist es eine Freude, wenn du schneller in die Pedale trittst. Dann kannst du auch mal schneller reintreten. Das ist dann auch möglich. Aber wenn du die Balance nicht hast und dazu extrem reingehst, dann ist es sehr schwierig. Erst solltest du dich stabilisieren und dementsprechend moderat, langsam, schrittweise vorgehen. Ich finde es natürlich auch immer schön, wenn die Leute motiviert sind am Anfang. Es ist auch schön, was umzusetzen, aber sei da nicht so hart zu dir selber, wenn du das dann nicht durchziehen kannst. Und mach dann nicht den Fehler, dass du gleich wieder extrem zurückgehst, komplett wieder zu irgendwelchen Fastfood-Sachen, sondern geh dann einfach nur 2 Schritte zurück. Probier das dann, diese extremen Schwankungen rauszunehmen, dich zu stabilisieren und dann lieber kleinere Schritte machst. Auch mal wieder manchmal einen Schritt zurück, aber dann wieder 2 vor. Das ist viel leichter, viel einfacher. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mach's gut. Ciao.